So, wir machen jetzt einen Zeitsprung. Eben noch in Lyon. Zack! España! Nee, España musst du sagen. Wieso España? Du hast doch Spanisch gelernt. Ja, sind dann doch ein bisschen weiter gefahren als geplant, weil es ja einfach so gut lief. Ich Lust hatte. So gut geschlafen hast, nicht müde warst. Und von daher fahren wir jetzt noch ein bisschen weiter und dann zeigen wir euch auch noch, wo wir landen. Dankeschön. Ja, jetzt gehen wir in Palamos. Ja, wollten wir eigentlich auf dem Stellplatz, aber auch Spanier haben ein langes Wochenende und der Stellplatz ist zu. Ja, jetzt gucken wir gerade, ist Judith gerade hier beim Camping Palamos, ob wir dafür eine Nacht unterkommen. Das sieht ganz gut aus, sie hat einen Zettel in der Hand. So, jetzt sind wir auf dem Campingplatz. Judith hatte Erfolg, auch wenn das blöd erklärt war, aber nicht von Judith, sondern von dem. War einfach ein Missverständnis, aber jetzt haben wir es ja hingekriegt. Der sagte, irgendwas am Ende ist Platz, wo man auch ein bisschen länger sein darf. Und dann, wo man möchte. Hier? So ein bisschen, da sind ja die Bäume so flach, ne? Oder? Aber von mir aus, bevor wir gar nichts finden hier. Wir fahren einfach mal hier hoch. Irgendwo muss ja was sein, sonst hätte er das ja nicht gesagt. Dann stellen wir uns hier hin, schräg. Da? Oder da, ja, genau. Und schon sind wir da. So, die nächste Stelle. Judith Putz. Ja, das ist hier direkt. Ja, wie gesagt, der Stellplatz, den wir im Auge hatten, war zu. Und dann war aber gleich ein Stück weiter. Das sagte die Dame auch an dem Stellplatz in der Rezeption. Ein schöner Campingplatz hier. Da sind auch hier für Wohnmobile etliche Plätze. Sind wir ein Stück weiter gefahren. Wir stehen jetzt ein bisschen schräg und komisch, aber wir stehen. Das ist doch ganz witzig. Ja, morgen ist der 1. Mai. Haben halt viele ein langes Wochenende gemacht oder machen noch nächste Woche frei. So, wir sind weg aus Palamos, flüchten vor dem Regen und fahren schon ein bisschen eher weiter. Und tanken jetzt Wasser. Leider war auf dem Campingplatz über Jetons, ja, aber die Rezeption macht um 9:30 auf. Das habe ich auch noch nicht gesehen, aber mein Gott, dann geht es ihnen gut. Und jetzt gibt es aber in Spanien an den Tankstellen meist oder oft, wie ich gehört habe, und es passt ja hier, die Möglichkeit für Luft und Wasser. Und das machen wir jetzt. So, jetzt sind wir gerade durch Mequinenza durch, fahren jetzt direkt am Ebro lang, beziehungsweise am Stausee. Ja, hier wollen wir jetzt ein paar Tage bleiben. Wie gesagt, ein Angelboot reserviert und wollen mal gucken, ob wir nicht den einen oder anderen Zander, Barsch, vielleicht sogar einen Schwarzbarsch, die es bei uns in Deutschland ja eher nicht gibt, überlisten kann. Bisschen dem alten Hobby frönen. Ich müsste jetzt hier rechts reingehen. Oh. Oh,
Wie soll man denn hier runterkommen normal? Da unten ist es. Boah, sieh erst mal zu, dass du hier runterkommst. Ja, das wird schon. Da unten ist der Bootssteg. Ja, Frank, guck nach vorne. Wie soll ich denn nach vorne gucken? Wie soll ich nach vorne gucken? Ja, wenn so viel Wasser ist, so schön ist. Ja, ja. Das sind so Ausflügler, weil ja heute der 1. Mai ist. Das kann sein, ja. Na gut, heute haben natürlich viele frei, die dann auch mal herfahren mit dem Boot, wenn sie in der Nähe wohnen. Und hier werden wir wahrscheinlich nicht mit Eimer rumkommen. Oh, kriegen wir auch hin. Kann man ein bisschen ausholen. Aber nicht überall so ein bisschen Steine. Aber das geht. Zu weit ausgeholt. Da kommen wir fast rum. Frank! Oh, ich kann da gar nicht hingucken, ey. Oh. Entspann dich. Alles gut. Anscheinend ist jetzt der richtige Gang, ne? Oh. Ja, die Anfahrt ist steil. Oder ja, steil. Steil bergab. Oh. Eng. Na, eng ist es gar nicht. Wenn keiner entgegenkommt, ist so alles tutti. Was ist denn daran dann nicht eng? Jetzt sind wir schon unten. Also, kann man, glaube ich, auch ohne Probleme noch mit 12 Meter anfahren. Na, ich weiß ja nicht. Muss man vielleicht einmal mehr wenden. Ja, aber das ist ja nicht so tragisch. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hin müssen. Das könnte jetzt ein bisschen... hier an und dann schauen wir weiter. So, am nächsten Standort angekommen. Ich hoffe, das kann man erkennen. Das ist der Stausee vom Ebro. Die Fahrt hier hoch war schon ein bisschen abenteuerlich, schräg und eng am Tor. Hier stehen wir jetzt. Also viel länger als 10 Meter hier hoch wird zumindest schwierig, aber man kann auch, wird es wahrscheinlich ein bisschen windig sein, man kann aber auch hier unten parken, ich probiere es mal. Heute wird wahrscheinlich eher viel los sein. Hier bin ich durch, da rum und da vorne stehen normalerweise keine Fahrzeuge, zeige ich euch später nochmal. Aber dadurch, dass heute 1. Mai ist, sind halt auch viele Spanier hier. Von da oben, dass man ganz oben sieht, da sind wir runtergekommen über Serpentin. Aber das ging alles, also habt ihr ja gesehen. Und hier geht es dann runter zum Privatsteg. Hier liegen die Boote. Hier geht es runter. Da sind dann die Boote. Und da kann man raus zum Fischen. Da fischt gerade jemand mit Belly. Ja, schon eine nette Ecke. Ja. Hier, falls jemand die Nummer braucht.
So, hier ist noch das Werbeschild vom Jürgen Stegherr. Ebro Unlimited. So, steile Treppen. Ja, hier wahrscheinlich Bänke zum Filetieren, wenn man will. Es gibt ja auch Leute, die gern ein bisschen mehr mitnehmen. Sind wir jetzt nicht so. Mal ein Fisch zum Essen, aber ansonsten eher nicht. Ja, und hier geht's runter. Also zumindest gibt es auch schon mal Fische. Keine, die wir fangen wollen, aber Fische. Nahrung. Ja, angeln wollen wir, wie gesagt, auf Zander, Barsch und vielleicht auch mal Schwarzbarsch. Schatz, du? Ja, ich. Keine Ahnung. Du wirst, bist Kapitän. Ich glaube, das sieht man nicht. Auf jeden Fall stehen unten in der Bucht schöne Fische. Ich kann bloß nicht erkennen, was es ist. Ich vermute fast Schwarzbarsch. Wobei, dann wären es richtige Klopper.